Grundsätzlich haben wir das Kapitel der Mujahada gehabt. Dann haben wir das Kapitel Al-Hath al-Izdiyadi min al-Khayr. Das Kapitel darüber, dass man sich anstrengen soll, Gutes vermehrt auszuleben, insbesondere gegen Ende des Lebens. Hier geht es also um die Zeit. Und jetzt kommt dieses Kapitel Nummer 13, weil wenn man einmal die Möglichkeit hat, also die Qudra, das Potenzial ist da, eine ausreichende Zeitspanne ist da, dann kann es manchmal passieren, dass es zu wenig Arbeit gibt. Irgendwann hört die Arbeit auf, gibt es nicht mehr zu tun. Und deswegen kommt dieses Kapitel jetzt als drittes sozusagen danach, um darauf hinzuweisen, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, Gutes zu bewirken, Khair zu bewirken, Gehorsam zu verwirklichen und dass es keinerlei Ausreden gibt. Wer etwas nicht machen kann, der findet einen anderen Weg. Wer eine Handlung nicht ausführen kann, der findet einen Ersatz dafür. Tamam? Und außerdem ist der Mensch langweilt sich, wenn er ein und dieselbe Routine immer wieder ausführt. Und auch deswegen gibt es diese Vielzahl an und Vielfalt an verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, um Routine zu brechen und damit eben Langeweile und derartiges vorzubeugen.